allen voran die Lokomotive um Lars Ittingbach mit 23 Sekunden Vorsprung. Er kann das Einzelzeit fahren. Auf 19,7 Kilometer ist eine lange Distanz. Dreimal wurde er dänischer Meister in dieser Disziplin, also kann das in der aerodynamischen günstigen Position zu fahren. Allein gegen den Wind und gegen jetzt hier das herannahende Feld, das heranrasende Feld. Um Katjuscha rechts, Astana mit dabei und Sky. Immer wieder schön zu sehen, wie man von links Positionen versucht gut zu machen. Rechts ist es abgeschirmt, das ist das Terrain der Sky-Mannschaft und da gibt es wenig Platz, um wieder nach vorne zu kommen. Also muss man die Welle von links nehmen, um zu versuchen, sich zu platzieren. Aber eben von links kommt der Wind, also ist man da im Wind draußen. BMC vor allen Dingen, die zunächst ihren Leader allein lassen mussten, allein gelassen haben. Der hat sich dann, ist fremdgegangen bei Astana, hat sich hinter Astana geklemmt. Taylor Finney ist seine Teamkollegen, jetzt gerade schön zu sehen, von links sich wieder da nach vorne rein zu mogeln versuchen, um ihm die Unterstützung, die Hilfe und vor allen Dingen auch den Schutz zu geben. Ja, er genießt seine Freiheiten. Im letzten Jahr, da konnte er nicht so wegfahren. Da musste er für Mark Cavendish die Sprints vorbereiten. Und in der Lotto Bellisol-Mannschaft, da gibt es eigentlich keinen designierten Leader. Also die Leute werden versuchen, Etappen zu gewinnen, weil man eben zum Beispiel Van den Broeke oder Van Endert nicht in so eine Position hereinfahren möchte, dass man diese Leaderrolle tragen muss. Van Endert, Dennis Van Endert ist dabei, Van den Broeke ist ja nicht beim Giro eingeschrieben. Auch André Greipel ist ein Teamkollege nicht, der Sprinter von Lotto Bellisol, der die Tour de France bestreiten wird, dementsprechend sich beim Giro raushält. Eine Etappe hat André Greipel, der neue Schweizer, bei der vergangenen Türkei-Rundfahrt gewinnen können im Sprint. Die zweite Etappe ist schon gut drauf, aber sieht es doch vor, auch den Etappenerfolg bei der Tour de France zu wiederholen. Ende der Vorstellung. Lars Ittingbach hat seinen Effort abgebrochen, hat gesehen, dass er nicht mehr weiterkommt. Darum gönnt er sich jetzt noch ein bisschen Ruhe, bevor das Feld von hinten kommt. Atmet nochmals tief durch. Also es war nichts mit der Attacke, die tatsächlich gleich danach erfolgte, als das Feld die drei Ausreißer eingeholt hat. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Gut gegangen. Ja, das Nadelöhr, das der Elefant hier musste, diesmal gut gegangen. Man hat gelernt, dass nach einer Kurve eine Verkehrsinsel kommt. Diesmal war sie schon vor der Kurve zu sehen. Und da ist er wieder im Peloton verschwunden. Das Rennen wieder neu gestartet, völlig offen, 17 Kilometer vor dem Ende. Wobei man hier nicht im Trentino ist. Und das ist der Werbepartner für den Giro d'Italia. Man kommt ins Trentino, dann wenn es in die Berge geht. Der Start zum Beispiel der 16. Etappe in Limone sul Garda, die nach Pfalzen hinaufführt. Aber da ist noch eine Zeit lang hin. Der Sprint zeichnet sich ab. Es zeigt sich doch, dass niemand in der Lage ist, diese Lücke zu finden. Die Sprintermannschaften haben das Rennen fest in der Hand. Weil es eben auch schnell ist, dann ist es umso schwieriger, da herauszugehen, da einen entsprechenden Vorsprung mit einer Attacke zu fahren. Das Rennmittel wurde mit 41 Stundenkilometer ermittelt. Jetzt wird es noch erhöht auf den letzten 16 Kilometer durch das Tempo, das Sky anschlägt. Natürlich, um solche Attacken schon mal im Keim zu ersticken.
Interessant ist auch die Position von Thor Hischhoff, denn Thor Hischhoff gehört ja dem BMC-Team an. Man hat sehr große Ziele, man muss dieses Leader-Trikot von Tyler Finney verteidigen. Und die Frage ist nur, ob Thor Hischhoff da vielleicht über den einen oder anderen Mann verfügen wird, um den Sprint vorzubereiten, oder ob Thor Hischhoff sich vielleicht an das Hinterrad eines Top-Sprinters heften wird, von dem er weiß, dass dieser die volle Unterstützung seiner Mannschaft hat, zum Beispiel Mark Cavendish. Auch Tyler Farrar wird sicherlich einer sein, der über ein ganzes Team verfügen wird. Interessant ist auch, dass die Rabobank-Mannschaft bis jetzt keine Energien aufwenden musste, um die Sprinter zu platzieren. Diese Energie wird dann auf den letzten Kilometern zur Verfügung stehen, um Mark Renshaw und Theo Boss in den Sprint zu bringen. Jorring, das ist schon mal ein Vorort von Herning. Also jetzt noch nach Herning rein, die 3 Kilometer, dann die Runde über 12,4 Kilometer, die finale Runde. Und dann müssen wir den Massensprint, wie er ausgeht. Oder vielleicht kommt noch eine Attacke. 15 Kilometer Marke ist erreicht. Für die Zuschauer, die nicht allzu oft Radsport sehen, können wir vielleicht noch die 3-Kilometer-Regel erwähnen. Das ist die Regel, die besagt, falls es einen Sturz oder einen Defekt eines Rennfahrers gibt, dann ist diese Zone dazu da, dass man die Zeit praktisch neutralisiert. Das heißt, der Rennfahrer wird Zeit haben, falls er gestürzt ist, wieder aufs Rad zu steigen oder falls er einen Defekt hat, diesen Defekt zu beheben. Und er wird dann die Zeit gut geschrieben bekommen in der Gruppe, in der er sich befand. Also wenn jemand dann im Feld ist und auf den letzten 3 Kilometern passiert ein Sturz oder ein Defekt, dann kriegt er die gleiche Zeit wie der Sieger. Also wird das eine große Erleichterung sein, vor allem für die, die ums Gesamtklassement kämpfen, wenn sie eben diese 3-Kilometer-Marke erreicht haben. Ging fast auch in die Hose bei Matthew Haligos bei der Türkei-Rundfahrt. Nicht nur das Pech, viermal Zweiter geworden zu sein, sondern im Trikot des Punktbesten kurz vor der 3-Kilometer-Marke, bei der letzten Etappe, bei wirklich den fast letzten 3 Kilometern in Istanbul, in einen Sturz verwickelt gewesen zu sein, den man sich dann doch noch aufrappeln konnte. Denn Mark Renshaw, wenn der gepunktet hätte, der hätte ihm dann noch dieses Trikot entreißen können. Mark Renshaw kam aber dann nicht in die Punkteränge und so behielt Matthew Haligos das Trikot, zumindest des Punktbesten der Türkei-Rundfahrt. Also so viel Pech in seinen Radschuhen hat er wahrscheinlich auch noch nicht gehabt, wie in der vergangenen Woche. Dementsprechend höchst motiviert bei der Austragung des Giro d'Italia, der Australier. Filippo Pozzato hat sich in die 3. Position manövriert. Jetzt kommen wir auf die Zielgerade, aber du hast es gesagt, es ist noch eine komplette Runde zu fahren. Die Rennfahrer kennen diese Zielanlage, das ist sicherlich ein Vorteil. Da wird es weniger Unsicherheiten geben, aber es zeichnet sich ein königlicher Sprint ab mit dem großen Favoriten, mit Mark Cavendish. Dem die anderen natürlich ein bisschen in die Suppe spucken wollen. Die anderen, das sind durchaus hier, während wir Farnese Vini sehen mit Pippo Pozzato um Andrea Gardini. Es ist das Garmin Barracuda Team um Tyler Farrar. Es ist auch zu erwähnen Rabobank, weil wir sie vorne sehen in ihren orangen Trikots für Mark Renshaw. Und hier hinten Green Edge. Da vorne geht die Post ab dann, wenn Matthew Haligos mit reinhält. Wenn die für den Australier anfahren, dass die Szenarien, wenn es zu einem Massensprint kommt. Der Sky-Mannschaft muss man wirklich die Bestnote aussprechen. Sie hat das Ganze immer kontrolliert und zwar so, wir haben es schon gesagt, für Mark Cavendish, aber auch für Thomas Gerrand. Er fährt immer am Hinterrad des Weltmeisters, weil er eben Zweiter ist im Gesamtklassement und man möchte diese gute Position nicht verlieren. Auch für das BMC Racing Team, du hast vorher schon erwähnt,
war es durch die viele Arbeit von Sky eine Erleichterung für das Leader-Trikot, dass sie da nicht allzu viel Arbeit verrichten mussten und nicht allzu viel Arbeit verrichtet haben für nichts. Wie wir es ja vorher schon angesprochen haben, bei den Klassikern war das ja oft mal der Fall, wo sie dann relativ leer ausgegangen sind. So können sie sich jetzt ein klein wenig raushalten aus dem Geschehen da vorne, wenn es wirklich hektisch wird. Was man hat beobachten können aus der Helikopterperspektive war, dass Taylor Finney jetzt vorne ganz alleine ist. Und Taylor Finney hat das geschickt gemacht. Er hat sich da in die Region von der Mannschaft von Mark Cavendish geheftet. Er ist immer in den ersten Positionen. Da sieht man ihn in der Mitte des Feldes. Aber er hat nur noch einen Helfer mit dabei, der ihn da ein bisschen beschützt. Manchmal ist es auch einfacher, sein Rennen zu fahren, nicht zwingend immer an den Hinterrädern der Mannschaftskollegen sein wollen, weil das bringt ihm eine gewisse Hektik. Und wenn man das nicht tagtäglich macht, wie die Mannschaft von Sky mit Mark Cavendish, dann kann es zu Problemen führen. Das gibt's auch. Sprinter, die sagen, okay, mir ist es wohler, wenn ich mich da an das Hinterrad eines anderen Top-Sprinters heften kann, als wenn ich immer auf meine Mannschaftshelfer gucken muss, wenn sich die vielleicht nicht so ideal platzieren. Da bin ich viel flinker, wenn ich dann an das Hinterrad eines Konkurrenten springen kann. Na, Omega Pharma Quickstep hält da noch mit vorne rein. Francesco Chicchi hatten wir vor im Sturz verwickelt gesehen, hat sich wieder nach vorne gearbeitet. Ja, der Kandidat jetzt auch hat Taylor Finney einen Helfer bekommen, um dann nicht ganz alleine zu sein. NetApp mischt sich auch mit vorne in die Arbeit ein, um da jemand zu positionieren. Knapp 10 Kilometer sind es noch. Man ist bereits in Herning, aber noch nicht auf der Zielgeraden. Juan Antonio Fletcher wird jetzt überholt. Aber das Sky-Team ist immer noch formiert. Wir haben es gesagt, es ist eine Sache des Timings. Man muss wirklich über das richtige Zeitgefühl verfügen, um den Sprinter wirklich auf den letzten 150, 200 Meter allein zu lassen. Aber das ist eine Sache der Kraft. Also wenn den Mannschaftskollegen die Kraft ausgeht, dann ist es eben nicht mehr möglich. Und das ist für den Sprinter so ziemlich die schwierigste Situation. Wenn er 500, 600 Meter vor dem Ziel im Wind draußen hängt, alleine gelassen wird, dann ist es schwierig, den Sprint zu gewinnen. Ja, der Klassiker, eben noch zu viele Meter übrig und zu wenig Mannschaftskollegen noch vor einem, und dann hängt man wirklich in der Luft. Mit vorne dabei Ivan Basso, da sehen wir ihn mit der 121, und Pippo Pozzato in hell leuchtend, in hell grell gelb leuchtend, da mit vorne Danilo Wies neben seinem Captain, der sich sehr oft am Hinterrad von Mark Cavendish orientiert. Und Taylor Finney ist natürlich auch ein schneller Mann. Es ist nicht gesagt, dass er da nicht mitsprinten wird, um vielleicht auch Bonifikationssekunden sich gut schreiben zu lassen. Tyler Farrar da auch mitzusehen. Team NetApp angeführt von Timon Seubert. Auch in dieser vorderen Region dabei. Und ja, jetzt sehen wir es. Das, was sich aufsplittet da hinten, das sind die... Oh, Finney hat Probleme. Finney. Probleme mit der Kette. Nein! Und 8,1 Kilometer von dem Ziel, das ist nicht die geschützte Zone. Ausgerechnet jetzt. Es ist immer alles möglich. Jetzt kommt natürlich die Hektik dazu. Mechaniker ist hektischer als Finney selbst. Es stimmt immer noch nicht. Er kommt immer noch nicht aufs Bike. Und vorne, da wird natürlich jetzt Tempo gebolzt. Muss sich einer zurückfallen lassen. Müsste Generalmanager. Der Generalmanager höchstpersönlich hat Taylor Finney wieder angestoßen. Ah, das ist ärgerlich. Also Jim Orchowitz
die US-amerikanische Hilfe für den US-Boy. Das ist wirklich ärgerlich. Da sehen wir die Situation, alles macht Platz. Nochmal der Corsa-ähnliche Aufsitzen, aber es hilft nichts. Kette ist runter. Wir haben nicht gesehen, wie dieses Problem passiert ist. Und da sind keine Mannschaftswagen vor ihm. Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Weil es bleibt auch nicht mehr viel Zeit, um diese Korrektur anzubringen. Ja, da kommt der Mechaniker, schaut, ob alles in Ordnung ist. Und schiebt natürlich auch ein bisschen. Das ja, ist das der ist Klassiker. Aber, das ist nicht geschummelt in dem Sinn. Also man versucht dem Leader da wieder die Möglichkeit zu geben, hineinzufahren. Aber die Situation, die ist kritisch. Ja? Ja, weit kritisch. 39 Sekunden ist verdammt viel. Und da vorne das Tempo entsprechend hoch. 39 Sekunden, damit ja, sind 30 vor ihm, inklusive Roman Kreuziger, im Gesamtklassement. Also das Trikot hat er jetzt erstmal los. Und wir blicken gebannt auf die Uhr. Das BMC-Fahrzeug macht Platz, damit er da durch die Kurve kommt. Jetzt kann er seine Fähigkeiten wieder ausspielen. Die Streckenkenntnis, die ihn gestern durch die Kurven gejagt hat, 10-mal auf dem Kurs gewesen, bekommt jetzt auch einen Helfer, der die Sekunden gut machen muss. Er muss nur irgendwie an diese Hauptgruppe nach vorne kommen. Tyler Finney, was für eine Dramatik schon bei der zweiten Etappe des diesjährigen Giro d'Italia. Das rosa Trikot ist in Gefahr, das man schon bis nach Verona getragen hat. So einfach wäre es gewesen. Aber nein, da kommt sowas dazu. Ja, da läuten natürlich alle Alarmglocken. Ja, schade. Diese Situation meistern zu müssen, das hat er nicht verdient. Ja, mit seinen 21 Jahren auch eine Konstellation, die ihm noch den Puls nach oben treibt. Das große Ziel gestern erreicht mit dem Maria Rosa und dem Sieg im Einzelzeitfahren. Und schon wird es fast schon wieder pulverisiert, dieser Traum, durch einen blöden Defekt. 8 Kilometer vor dem Ziel. Es sind nur noch 5, die Aufholjagd beginnt. Die Aufholjagd mit Hilfe von Danilo Wiss, also der Schweizer, der jetzt den US-Amerikaner nach vorne fahren will. In diese Gruppe muss er irgendwie reinkommen, damit am Ende das gleiche Zeit steht. Gleiche Zeit für alle in einem großen Peloton. Er ist schon ganz nahe dran, er ist in der Wagenkolonne. Und es gibt ja ein ungeschriebenes Gesetz, das beheißt, dass man den Leader, der einen Defekt hat, nicht angreift. Aber in dieser Situation können natürlich die anderen nicht auf ihn Rücksicht nehmen. Das BMC-Team hat sich zur Hälfte formiert und es sieht fast danach aus, als könnte man diese Situation retten. Jawohl, jetzt ist er drin. Die Kollegen haben hinten im Feld gewartet, das ist richtig. Und jetzt müsste man noch den Anschluss nach vorne schaffen. Also wirklich eine ganz, ganz brenzlige Situation für den jungen Tyler Finney. Puh, könnte noch mal gut gegangen sein, den Anschluss nach vorne. Deswegen weiß ich natürlich, in so einer Situation das Feld zu spalten droht. Denn das Feld hinten hat kein großes Interesse mehr, irgendwo was zu machen, wenn vorne das, der Punk abgeht. Das Rabobank-Team versucht rechts das Sky-Team zu überholen. Thor Hüschhoft, da ist er mit der Nummer 41, auch mittendrin in der Gilde der Sprinter. Also wie wir das vermutet haben, auch weil Tyler Finney zurückgefallen war zwischenzeitlich, musste Thor Hüschhoft sich den Weg selber bahnen und das hat er bis jetzt sehr gut gemacht. ...3,4 Kilometer, jetzt kommt man dann gleich in die 3-Kilometer-Zone dort, wo alles passieren kann und man wird mit dem Hauptfeld, mit der Zeit des Hauptfeldes gewertet.
Pippo Pozzato in der zweiten Position. Er wird vermutlich auf eigene Rechnung fahren. Bei ihm ist es immer möglich, dass er einen Solo-Vorstoß im Stile eines Finisseurs, also ein Mann, der ganz zum Schluss noch versucht, die Etappe mit einem Solo-Vorstoß zu gewinnen. Das ist vermutlich die Absicht. Dann haben wir auch Daniele Benati gesehen, der sich da ganz vorne einreiht. Also die meistgenannten Sprinter, die sind jetzt vorne mit dabei. Das ist okay, über die Verkehrsinseln so zu springen, aber vorher gerade auf dem Fußweg würde ich jetzt nicht mehr fahren, denn dort sind doch die Zuschauer und die Abspannleinen für diese Bögen. Und dann wird es gefährlich. Also alles recht winklig bei diesem Durchgang durch Herning. Pippo Pozzato legt sich um. Wo ist Andrea Gardini? Wer kommt dann da hinten? Ja, wo ist mein Sprinter? Komm vor. Genau. Das hat er jetzt gesehen. Ganz geschickt. Der hat ja eine riesen Erfahrung, Pippo Pozzato. Er hat vorne geführt, aber da war niemand, den es zu unterstützen gab. Da ist Daniele Benati. Rabobank für Renshaw, für Boss, also da die Doppelspitze, schwer auszurechnen. Colnago für den Sieger bei der Türkei-Rundfahrt, für Sascha Modolo, der eine Etappe dort gewinnen konnte, jetzt zu zweit vorne. Sind aber da zu wenig. Auch Colnago kann sich gegen Sky nicht durchsetzen in diesem Moment. Einzig und allein Rabobank noch mit der Dreierformation, Saxo Bank um Cece Aedo. Und jetzt wird aber auch Andrea Gardini nach vorne gebracht. Der junge Italiener, noch nicht so erfahren in den Sprints mit wirklich den Sprintkönigen. Aber die Bahn ist frei jetzt für Farnese Vini. Doch es sind noch 1,3 Kilometer übrig. Genau das Problem. Zu wenig Mann für zu viel Kilometer. Jawohl, das Ganze wird hektisch. Man sieht, jeder versucht, eine ideale Position einzunehmen, ohne im Wind draußen zu sein. Teilerfahrer hat seine Leute eingespannt. Das sind die vom Garmin-Team. Jeremy Hunter in der zweiten Position. Dann Geraint Thomas, der auch noch mit zu sehen ist. Green Edge für Matthew Goss. Green Edge, dahinter ist Matthew Goss. Und wo ist Sky? Wo ist Mark Cavendish? Am Hinterrad von Geraint Thomas. Da an fünfter Position. Jetzt aber mischt sich noch mal Mark Renshaw mit rein. Will sich vor seinen alten Leader von Mark Cavendish hier platzieren. Ganz heiß, die Kurve. Und Sturz da hinten von Rabobank. Und es ist jetzt nur noch ein kleines Grüppchen über, die sich den Sieg da unten, da vorne ausmachen können. Tyler Farrar in einer guten Position, jetzt kommt Mark Cavendish rausgeschossen. Tyler Farrar mit Mark Cavendish und noch ein Matthew Goss. Doch der Weg ist noch lang. Cavendish mit dem stärkeren Wumms. Cavendish kann lange Sprints fahren und er fährt sie auch diesmal erfolgreich. Mark Cavendish vor Matthew Harley Goss. War das ein langer Sprint für den Manxman? Aber das hat er im vergangenen Jahr gezeigt, dass er das auch kann. Und Tyler Farrar hat da auch wieder einmal das Nachsehen. Theo Boss wollte damit reinhalten, ist in den Sturz verwickelt gewesen. Theo Boss hat es getroffen und auch ihn hier. Hoffentlich ist nichts weiter passiert. Alexander Kristoff, den norwegischen Meister vom Team Katjuscha. Ja, das war ein ziemlich hart ausgefahrener Sprint. Aber bei diesem Spiel ist er oft der Sieger, der Weltmeister. Mark Cavendish. Er macht sehr oft das Richtige im richtigen Moment. Und da wird so doch verletzt, schmerzverzerrt das Gesicht. Er kann sich Zeit nehmen. Wir haben es erklärt, die 3-Kilometer-Regel, die erlaubt ihm das. Er wird einfach die Ziellinie aus eigener Kraft passieren müssen. Aber das Verdikt, das ist klar. Der Weltmeister hat gewonnen. Und wie?
Da war nur noch Geraint Thomas über. Das war auch im Plan, aber es waren noch 400 Meter über für Mark Cavendish. Und das war eigentlich nicht im Plan, dass er so lange alleine sprinten muss. Aber das hat er im vergangenen Jahr gelernt, dass er das kann. Da kommt die Passage und da hebt's. Ja, Theo Boss aus. Theo Boss schlittert hier durch die Kurve und vorne sehen wir die Situation. Geraint Thomas fährt da perfekt an für Mark Cavendish, muss aber dann jetzt schon 500 Meter Marke schon rausnehmen. Er wird da auf die Seite gekickt, macht den Weg frei und da ist er schon im Wind. Mark Cavendish bei der 350 Meter Marke im Wind und lässt seine Mitkonkurrenten überhaupt keine Chance. Ja, aber er hat den größten Drive und man sieht es. Zum Beispiel Thor Hyschoft war ja auch in den ersten Reihen. Auch Tyler Farrar war gut platziert. Aber es reicht einfach nicht, um gegen diesen Mann hier anzukämpfen. Mark Cavendish wird seinem Ruf als Weltmeister absolut gerecht. Und der andere Weltmeister, Arnaud Démare, den wir schon herausgehoben haben von FDG, das ist der Mann da hinten in dritter Position. Der U23-Weltmeister hält damit, wird hinter Matthew Harley-Goss Dritter. Tolles Ergebnis, der Weltmeister und der Weltmeister auf 1 und 3. Das ist mal eine Etappe beim Giro d'Italia. Wie souverän. Eine Radlänge vor Matthew Goss. Hoppala. Nicht zu schnell loslassen. Tyler Farrar. An 3 oder an 4. Wissen wir nicht so genau. Und das ist der Dank an Geraint Thomas. Toll gemacht. Oh, Suppe war es von FDG. Haben wir uns vertan. Aber Tyler Farrar 4, Ferrari 5, Mark Renshaw da 6. Der ja natürlich mit diesem Missgeschick um Theo Boss auch um eine bessere Position gebracht wurde. Und hier sehen wir Christoph, den norwegischen Meister, mit dem, was er machen muss, nämlich irgendwie mit dem Bike über die Ziellinie. Großes Durchatmen, ein Riesenstein vom Herzen fällt bei Taylor Finney. Taylor Finney außerhalb der 3-Kilometer-Marke mit technischem Defekt und dann ging die Feuerwehr ab. Dann musste die BMC-Mannschaft die Feuerwehr spielen, um ihn da mit nahezu Blaulicht und Höchstgeschwindigkeit wieder in das Peloton zurückfahren. Es ist ihnen gelungen, aber da ist dem jungen Profi, dem 21-Jährigen, wahrscheinlich alles in die Hose gerutscht. Aber trotzdem, er hat es cool gemeistert, oder? Ja, absolut. Also wirklich wie ein alter Hase. Die Farben sind ja ähnlich. Schwarz-Rot ist die Feuerwehr und das BMC-Team ebenfalls. Das Blaulicht hat gefehlt, aber 8,1 Kilometer vor dem Ziel ist ihm die Kette rausgesprungen. Wir haben nicht gesehen, wie es passiert ist. Auf jeden Fall hat er diese Situation wirklich gemeistert und wohlverdient sein Trikot behalten, denn es wäre wirklich schade gewesen aufgrund dieses Missgeschickes, diese Leaderposition zu verlieren. Ganz, ganz toll gemacht und das wird ihm natürlich Selbstvertrauen geben. Er hat gesagt, ich habe nicht gut einschlafen können. Ich habe mir da viele Szenarien im Kopf ausgemalt. Und ja, so ein Szenario, ein Horrorszenario fast, ist für ihn eingetroffen heute und das hat er gemeistert. Also gestern die Maschine, die Zeitfahrmaschine, die Time Machine TM01 noch bestens gerollt. Heute die Straßenmaschine, die ein bisschen im Stich gelassen hat, Tyler Finney. Aber die Mechaniker und Jim Oschewitz selbst haben es dann doch noch gerichtet und ihn nach vorne gepusht. Ein Sieg von Mark Cavendish. Toll herausgefahren, war fast erwartet worden. Sie haben ihm aber das Leben ordentlich schwer gemacht. Der Sturz von Theo Boss in dieser letzten Kurve hat natürlich auch einiges verhindert, dass er selbst, Boss oder Mark Renshaw, eine größere Rolle hätten spielen können in diesem Finish. Und Matthew Harley-Goss hat offensichtlich die zweiten Plätze in der Saison gebucht. Nach 4 zweiten Plätzen bei der Türkei-Rundfahrt vergangene Woche, jetzt ein erneuter zweiter Platz, geschlagen von Mark Cavendish, seinem ehemaligen Teamkollegen.
Und da haben wir es noch einmal. Zack, da hebelt Theo Boss aus. Er reißt Christoph hier mit. Und da vorne der Weg frei. Während hier der Mannschaftskollege von Theo Boss, nämlich Romain Grandjean, das Zeichen gibt. Fahr du jetzt allein. Grandjean ist dem, besser gesagt, Theo Boss ist dem Grandjean ins Hinterrad reingefahren. Und das hat ihn ausgehebelt. Also, ja, die zwei müssten wirklich eine Übermacht ausspielen können und stehen einander im Wege. Ganz stark der Franzose Soup, den wir hier sehen im Bigmat-Trikot. Also die Franzosen aus der FDJ-Mannschaft, die können nicht nur auf Arnaud Demar zählen, sondern da gibt es einen weiteren schnellen Mann im Team, nämlich Geoffroy Soup. Den hatte ich ja wirklich nicht auf der Rechnung. Das war einfach mal so ins Blaue hinein vermutet, dass das eigentlich nur Demar sein kann. Er war es nicht. Also dementsprechend FDJ da doch mit einem Ausrufezeichen für die nächsten Etappen. Und Mark Cavendish in der Jubelpose. Wie gewohnt. Achter, neunter Etappenerfolg bei einem Giro d'Italia für den Weltmeister. Mit einer kleinen Unsicherheit bei der Zieldurchfahrt. Muss dann nochmal sicherheitshalber an den Lenker greifen. Whoppa! Tyler Farrar wieder geschlagen. Ja, und im Sky-Team funktioniert es einfach. Also es ist eine Mannschaft. Der Gesamtklassements Zweite hat dem Weltmeister geholfen, diese Etappe zu gewinnen. Rosa ist mit einem blauen Auge davon gekommen. Das bleibt auf den Schultern von Tyler Finney. Der Defekt, Herzschlag, wirklich. Und dann die Feuerwehr von BMC, die 8 Kilometer genutzt haben, um ihn in die Hauptgruppe zu fahren. Wird mit der gleichen Zeit gerechnet. Das ging noch einmal gut. Also da ist Jubel und Elend ganz, ganz eng beisammen gewesen. Gestern der Jubel, heute nahezu das Elend bei Tyler Finney. Und das Elend ähnlich bei Garmin, die nicht zum Zuge kamen mit Tyler Farrar, so wie sie sich das gewünscht haben heute. Es hat nicht gereicht. Noch einmal von oben. Ja, da findet er den richtigen Weg und da sieht es aus, als würde er eingeklemmt werden. Aber mit seinem Druck kann er sich da den Weg freibahnen. Und das gehört natürlich auch zu einem Top-Sprinter, dass er seine Position verteidigt, dass er auch, wenn es enger wird, die Bahn nicht verlässt und seinen Weg nach vorne weiterführen kann. Und da ist er nun einfach mal der Beste. Ja, vor allen Dingen auch über so eine lange Distanz. Das war ja eigentlich immer so der Zweifel, wenn es dann mal, wenn er bis zur 100-Meter-Marke gefahren wird, Mark Cavendish, dann ist es klar. Dann hat er so einen Wumms, dass er alles